Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs, denn ich wollte euch hier wieder so einen kleinen Spielzeugguide präsentieren. Und zwar ist es der mittlerweile 16. Und wie ihr sehen könnt, bin ich hier mal wieder auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt, denn hier gibt es seit Patch 6.1 einiges Neues, unter anderem auch an Spielzeugen. Und zwar sind das insgesamt drei an der Zahl. Aber ich möchte euch heute nicht nur diese drei Spielzeuge vorstellen, sondern noch ein zusätzliches, das sich bei den letzten zwei Guides für den Dunkelmond-Jahrmarkt an Toys nicht berücksichtigt hatte. Und zwar hatte ich ja schon mal ein Guide gemacht mit den grundlegenden Toys. Das war noch vor WoD. Und zwar waren das insgesamt fünf Stück. Und dann hatte ich ja nochmal einen extra Guide gemacht für die lodernden Schwingen, wo ich dann nochmal ein Verwandlungs-Item angekündigt habe, das ich aber noch nicht absolvieren konnte, also sprich die Quest dazu, weil man Stufe 100 gebraucht hat. Und jetzt in diesem Pack mit den anderen neuen Toys aus 6.1 werde ich das jetzt auch nochmal erwähnen. Und zwar ist das nämlich diese Verwandlung, die ihr hier seht. Aber erstmal würde ich sagen, kommen wir zu den neuen Spielzeugen. Und zwar können wir diese neuen Spielzeuge alle drei über Quests unterspielen. Das erste ist der also die Dunkelmond-Panzersteuerung. Die erhalten wir über das Achievement Panzerass. Dann haben wir den Dunkelmond-Ringwerfer. Den erhalten wir vom Achievement von Ring und Schildkröte. Und dann haben wir noch als letztes die Fiole des Feuerschluckers, was wir dann dementsprechend über die Quest Rowdy des Dunkelmond-Jahrmarkt-Rennens erhalten. Und ja, zu diesen ganzen Achievements hatte ich dementsprechend auch schon Videos erstellt. Also sprich, wie das genau funktioniert, werde ich jetzt im Detail nicht mehr zeigen, denn das hatte ich ja schon mal festgehalten. Ich werde es euch jetzt hier nochmal verlinken. Ich möchte jetzt vermeiden, dass ich immer alles doppelt auf meinem Kanal habe, deswegen dementsprechend jetzt so die Konstellation. Ein kurzes Wort möchte ich dennoch drüber verlieren, und zwar bei dem ersten Panzerass müsst ihr einfach die Daily hier annehmen bei dem Panzerspiel, wo ihr mit dem Panzer rumfährt und diese Ziele zerstören müsst, beziehungsweise andere Panzer. Und hier ist es dann einfach schlichtweg das Ziel, 45 Panzer in einer Runde zu zerstören, also sprich in dieser Zeit, wo diese Daily läuft. Dann haben wir dementsprechend noch das mit dem Ringwerfen. Da müsst ihr einfach 10 mehr hintereinander die Schildkröte genau auf diese goldene Nadel treffen. Da gibt es natürlich auch einen schönen Trick, wo man sich einen Schlachtzugsmark stellen kann und zusätzlich dann nochmal mit einem, ja, ein bisschen abtimen kann. Und dann trifft man es eigentlich jedes Mal. Dann ist es eigentlich relativ einfach. Das zeige ich natürlich auch in meinem Guide. Also da einfach auf den Link klicken, beziehungsweise dann noch das letzte Achievement Rowdy des Dunkelmond-Jahrmarkt-Rennen, wo ihr dann diese Fiole erhaltet. Und hier ist es einfach so, dass ihr genau richtig laufen müsst, die richtigen Punkte mitnehmen. Und ja, das seht ihr dementsprechend auch in meinem Video. Also da könnt ihr einfach auch mal reinschauen. Werde ich euch den Link auch nochmal hier posten. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir uns die Items mal an. Und zwar haben wir die Panzersteuerung, den Ringwerfer. Panzer. Und zwar haben wir hier den Dunkelmond-Jahrmarkt-Panzer. Und der hat wieder mehrere Funktionen. Und zwar zum einen haben wir hier eine Speed-Funktion, dass wir ein paar Sekunden schneller fahren können, um 50%. Dann haben wir hier den Mörser. Dafür müssen wir stehen bleiben. Dann schießen wir im Endeffekt so eine Kugel raus. Und dann haben wir hier noch diesen Flammenwerfer nach vorne raus. Ja, das war's schon an Fähigkeiten. Ihr könnt natürlich damit auch wieder gegen andere Spieler kämpfen. Dann haben wir diesen Ringwerfer. Und zwar haben wir das Teil hier. Das erhaltet ihr von diesem Spiel mit der Schildkröte über dieses Achievement. Das setzen wir einfach an und wir schmeißen diese Goldringe um uns rum. Sieht ganz nett aus eigentlich. Und zu guter Letzt haben wir dieses Flammenwerfer-Ding. Wie heißt's? Feuer. Genau. Fiole des Feuerschluckers. Und da, ja, atmen wir so einen grünen Feueratem nach vorne raus. Das sieht auch ganz nett aus. Genau, und das waren jetzt die drei neuen Items. Und dann wollte ich euch natürlich hier noch den Ring des Versprochenen, nee, des gebrochenen Versprechens, so rum war das. Das ist eine Verwandlung, wie ich finde, ganz schick, ist hier so eine Blutelfin mit einem Dämonen-Style, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hat so Flügelchen nach hinten raus, Hörner oben drauf, grüne Augen, ein bisschen Flammen, also sieht ganz nett aus. Hat übrigens 2 Stunden Abklingzeit und hält eine Viertelstunde, wenn ihr es einsetzt. Ich hatte es vorher hier schon eingesetzt gehabt. Und wie ihr es erhaltet, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ja, und als erstes müsst ihr hier in diese Höhle, die unter Wasser liegt. Ihr seht es hier auf der Karte, die ist relativ weit draußen. Und sobald ihr hier drin seid, müsst ihr hier diese Tussen angreifen, denn die droppen dann dementsprechend die Quest. Habt ihr hier kurz gesehen, das ist diese Ringquest. Und dann geht es hier wieder so aus dieser Höhle raus. Und am besten ist natürlich, wenn ihr so einen Wasserschreiter habt, dass er dann wieder schnell zurückkommt. Also sprich, den gleichen Weg könnt ihr theoretisch auch hinnehmen. Ihr solltet nur halt zum Hinlaufen außenrum um diesen
Hügelrennen, denn ihr könnt da auf der einen Seite nicht hoch. Dann geht es hier zum Abgeben und ihr kriegt dann auch schon das Spielzeug. Und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, dann könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.